Live abzugeben, beweist, er muss sich noch ein paar Lines überlegen. Jo, ist das Tierstar schon wieder? Was für dieser Freak da? Dass er im Finale ist, beweist, dass außer mir hier nur Wack MCs waren. Und ehrlich, ist mir auch egal, was ich hier für einen Scheiß tue. Ich geb dir einen Haken wie Kinder in Indien beim Basteln ihrer Nike-Schuhe. Und tut mir leid, dass ich das auf Freestyle tue und mir das gerade ausdenke, mir mein Gehirn ausrenke. Du bist einfach auch hässlich und du solltest jetzt stillschweigen. Denn mit deinen Haaren siehst du aus wie ein Wildschwein. Tierstar, ehrlich, du hast den Platz nicht verdient. Du bist ein abgefuckter MC, schon seit Jahren auf abgekackt auf der Street. Versuchst dein Business durchzuziehen, aber da klappt nichts. Yo, ich klapp dich heute zusammen wie im Klapptisch. Schön, schön, Alter. Geil. Er macht einen auf harten Mann nach einem Bloody Mary. Dabei wurde er von seiner Alten geopfert wie Doug von Kerry. Schwanz machst, obwohl du voll Spaß nicht mal zu Hause die Hosen an hast. Laber keine Scheiße, der weakste Female MC brennt dich, Mann, du Punk bist so wack. Und du bildest dir was ein, weil du irgendein Schwanz bist, der rappt, aber dass du hart bist, hat hier keiner richtig gefühlt. Nein, du kannst nicht ficken, kein Wunder, dass deine Bitch dich betrügt. Sie hat es von dir aber auch nie hardcore erwartet. Nein, sie ruft mich immer an, wenn ihr Vibrator am Arsch ist. Ich hab ne Freundin, hat sie kein Verständnis? Wann plant die dumme Schnalle, was ein One-Night-Stand ist? Sag bloß, du hast sie mitgebracht, ist die Bitch jetzt hier? Ich steck meinen Daumen in ihr Arsch, mit den Fingern die Fotze und greif sie wie ein Sixpack Bier. Vielleicht hört sie dann auf, mich zu nerven, eine Drehung und sie ist weg, ja? Diskus werfen! Rappen geht er voll ab, aber jeder in der Crowd denkt nur, was ein Vollspast. Tierstar, du rappst immer deine Lines, die du aufgeschrieben hast, ist ja schön, aber du wirst ein Kind, das man eigentlich lieber abgetrieben hat. Und Tierstar, wirklich, keine Ahnung, was du jetzt tust. Du willst deine Jacke auszu und machst, ich weiß, ich bin fresh cool, du bist schlecht schwul, ich rapp zu gut für die Cypher, du Homo. Ich freestyle in Slow-Mo, du bist scheiße auf dem Foto. Du bist hässlich und gay, Homie, du checkst es, du Fake Punk MC, machst nix außer rappen wie Gays. Und ehrlich, Tierstar, war ja schön, dass du hier warst, aber geh jetzt wieder raus und zieh dich zurück in deinen Tierpark. Und du Fotze, trinkst immer noch dein T-Shirt und denkst, dass du cool wärst. Aber ehrlich, ich hab gar keinen Bock mehr, weil du schwul wirst. Und mir fällt auch nichts mehr ein, ist mir scheißegal, ich hab keinen Bock mehr zu hören. Du wirst jetzt gefoltert, denn ich komm mit nem Schraubstock und zerflipp diesen Clown. Also denk nicht, dass ich dir Glück wünsch, wenn ich sag, ich drück dir den Daumen. Glaubst du, dass ich denke, dass du hart bist, nur weil du gerade so rumrappst? Sag mal, würdest du auch alles wiederholen, wenn meine Knarre in deinem Mund steckt? Spaß, das ist was ich mit dir im Grunde niemals tue, denn bei deinem Mundgeruch verwelkt meine Wumme wie eine Blume. Ja, lieber nehme ich die Kugel aus dem Lauf, leg sie dem Keck auf die Stirn und hämmer sie mit dem Griff direkt ins Gehirn. Na, meinst du immer noch, dass du mit diesem billigen Mist einen Gangster fertig machst? Du unrealistischer, bildungsresistenter Intelligenzallergiker? Man, guck ihn doch mal an, ich schwör, der Keck hier ist so dumm, er kennt nicht mal den Unterschied zwischen dem Stellenangebot und dem Steckbrief von dem Bullen. Als der Lars Polizei sucht einen Taschendieb, der hier immer in der Gegend klaut, hat er eine Bewerbung hingeschickt mit einem tabellarischen Lebenslauf. Was suchst du überhaupt in diesem Contest mit deinem peinlichen Bars, du Spost? Geh und bewirb dich beim Friseur, vielleicht schneidest du da gut ab. Er denkt, Ray Benzino ist eine Tankstelle. Er hatet auch noch die Banane.
ihn doch mal, ey. Der Spast ist die Ho in Hip-Hop Array. Ich möchte die Hände sehen für Tierstar. Ich will die Hände sehen für Atze-Kalle. Wir haben einen neuen Champion und einen Champion. Wir sind hier bei Rap am Mittwoch TV so. Wir haben hier einen überkrassen Underdog. Inzwischen ist er gar kein Underdog mehr, sondern hat sich ganz krasse Fanbase aufgebaut. Atzenkalle, Alter. Wie siehst du das? Wie hast du es überhaupt empfunden und wie ist diese ganze Action so für dich? Also erstmal muss ich sagen, ich habe überhaupt keine Punchlines mir für heute zurechtgelegt. So. Ich habe eigentlich immer nur so aus dem Repertoire geschöpft von früher. Und ein paar Dinger kommen dann einfach so spontan. Und ich finde auch, wenn du auf der Bühne stehst, siehst du deinen Gegner, guckst ihn dir an, dann wirst du sofort inspiriert und denkst dir so, fuck it, Alter, ich diss jetzt seine behinderten Schuhe, ich diss jetzt, dass er ein hässliches T-Shirt trägt, so weißt du, diese ganzen Sachen, die fallen einem einfach nur auf der Bühne ein, da kann man nicht so ganz vorbereitet sein. Während andere Rapper, so wie Tierstar zum Beispiel, ja ganz gerne einfach so komplett ihre Punchlines runterhauen und das natürlich auch zur Unterhaltung beiträgt, so was ja letztendlich der Sinn der Sache ist. So habe ich das gesehen, ich bin halt teilweise dann am Ende rausgekommen, es tut mir auch sehr leid, so. Mir ist da vieles nicht mehr eingefallen, was ich rappen wollte, weil ich einfach abgelenkt war von Tierstar. So, er rappt einfach ewig durch seine Punchlines. Ich höre ihm die ganze Zeit zu und vergesse nebenbei, dass ich auch gleich dran bin. So. Also, das war so das, was ich wahrgenommen habe. Und ganz kurz mal, ich möchte auch mal so ein paar Street-Jungs fragen. So. Weißt du, was ich meine? So, zum Beispiel dich, Akram, guter Kumpel. Wie siehst du das so mit Atzenkalle? Ich muss es ehrlich sehen, ich sagte, der Typ hat sehr, sehr gut gekontert, auf Freestyle auf jeden Fall. Aber bei Neuss ist es so eine Sache, muss ich ehrlich sagen, er ist schon ein bisschen cooler, muss ich sagen, als er. Aber trotzdem muss ich sagen, der Typ ist richtig gut gewesen. Ich meine, ich nehme das ja auch ernst, so, ne, was die Leute sagen, Neuss rap-technisch besser, so vom Flow her, das ist ja auch alles richtig. Ne? Es war ja auch so, ich meine, Atzenkalle ist mein Zeuge, dass er wollte eigentlich heute gar nicht rappen. Stimmt's? Er wollte heute nicht rappen und er hat mit mir geredet, meinte so, du Mike, ich werde heute nicht rappen. Und dann meine ich, warum willst du heute nicht rappen? Ja, ich bin nicht fit, ich habe nicht geübt, bla bla bla. Und ich meinte zu ihm, scheißegal, wenn du nicht vorbereitet bist, dann hast du die besten Gewinnchancen. Du hast nämlich nichts zu verlieren. Und was ist? Er ist beinahe Champion geworden. Ja, was soll ich sagen, Alter? Ich dachte, ich bin heute überhaupt nicht gut drauf, hatte aber irgendwie doch einen guten Tag, so lief gut. Irgendwann bist du Champ, Alter. Man kommt halt so rein, ne? Und dann läuft's auf einmal. Kann man auch nichts machen dann. Ich meine, es ist ja auch so, Mike Kinski ist ja nicht nur ein guter Manager, er ist ja auch ein guter Trainer. Rap-Trainer. Und ein echt großer Quatschkopf einfach nur. Meinrap.de, super Seite, kann man alles ganz kurz und knackig, objektiv nachlesen. Beste Seite, kann ich nur empfehlen, wirklich. Kann ich auch nur sagen, dass sie auf jeden Fall uns sehr unterstützen und meinrap.de.